THQ. Vigil Games. Und noch weiter andere. Weitere, andere, genau so. Ja, dann ein herzliches Hallo zu Darksiders 2. Bevor ich jetzt in das Spiel hineingehe, möchte ich ganz kurz sagen, dass Darksiders 1 verschoben wird und nicht zur Abstimmung kommt. Darksiders 2 dagegen schon. Also ihr könnt auch für Darksiders 2 abstimmen. Darksiders 1 hat bei mir gewisse Probleme, da keine Videos abgespielt werden und ich möchte die nicht reinschneiden, da das sowas von viele sind. Das ist dann leicht problematisch. Ich werde das dann irgendwann nachholen, auf jeden Fall, sobald ich das zum Laufen gebracht habe. Und ich würde sagen, jetzt kommt für euch die, für euch das Intro quasi und wir sehen uns dann gleich in-game. Es gibt kein Leben ohne Ordnung. Gut, böse, Finsternis, Licht. Es muss Gleichgewicht im Universum herrschen. So lautet der Erlass des Feurigen Rates, einer uralten Institution vom Schöpfer beauftragt, das Gewebe der Existenz selbst zu bewahren. Doch das Gewebe wurde gebrochen. Selbst jetzt schwelt die Erde im Ruin. Den Dämonenfürsten anheimgefallen und der Zerstörer formt unter seinen Auserwählten ein neues Reich. Man sagt, der Reiter Krieg habe die Apokalypse ausgelöst. Er sei zur Erde geritten und habe die Menschheit verdammt. Doch was ist mit den anderen Reitern, furchtlosen Durchsetzern des Willens des Rates? Was ist mit Wut, Streit und Tod? Um diese Namen zu kennen, bedarf es erst eines anderen, die Nephilim, ein verfluchtes Bündnis aus Engeln und Dämonen. Die Nephilim haben zahllose Reiche dem Schwert ausgesetzt und zu Asche verbrannt. Doch vier von ihnen wurden des Schlachtens müde und fürchteten, dass ihre Eroberung das Gleichgewicht gefährdet. Und es wurde ein Pakt geschlossen. Die vier würden dem Rat dienen und dafür unvorstellbare Macht erhalten. So entstanden die gefürchteten Reiter. Und ihre erste Aufgabe war, ihre eigenen Brüder aus der Schöpfung zu tilgen. Die Nephilim auszulöschen, ihre Seelen zu vernichten. Richten wir nun unseren Blick auf den einen unter den Vieren. Nicht Krieg, der zu Füßen des Rates angekettet seine Unschuld beteuert, sondern jener, der mehr als alles andere seinen Bruder retten will. Er hat viele Namen. Brudermörder, Henker. Wir nennen ihn Tod. Um Kriegsfreiheit auszuhandeln, schwor Tod, die Menschheit zu retten. Doch er wusste nicht wie. Und so ritt Tod los, in eisige Nebel, um den Hüter der Geheimnisse zu finden. So, da sind wir jetzt wieder in-game und ich muss sagen, ich liebe diese Story, die ist echt unglaublich gut. Unter anderem möchte ich euch noch kurz was zu Darksiders 1 sagen. Da spielt man nämlich den Charakter Tod und das ist schon meiner Meinung nach ziemlich geile Story. Der ist auf der Erde und da ist der Krieg zwischen den Engeln und den Dämonen ausgebrochen und man muss als Krieg quasi sich da auch durch die Horden kämpfen. Ich habe nicht wirklich viel von Darksiders 1 gespielt. Und von Darksiders 2 habe ich auch nur den Anfang gespielt. Jetzt kommen wir nämlich erstmal zu einem, ich sag mal so, ähnlich wie einem Tutorial-Gebiet.
da uns jetzt erstmal alles erklärt wird, was wir lernen, was wir können und so. Als allererstes Beispiel schon mal, hier haben wir das Pferd und wir sehen oben rechts oder eher Mitte rechts dieses Pferd-Symbol, wenn das leuchtet, können wir darauf reiten. Und wenn ich, glaube ich, Rechtsklick mache oder Linksklick, mit Linksklick, da können wir schlagen mit unserer Waffe. Und ja, das ist doch schon mal super. Ich glaube, wir konnten noch irgendwie sprinten oder so. Ich wusste aber nicht mehr wie. Moment. War das V? War das E? Nein, mit Q können wir zielen. Mit Shift können wir, glaube ich, auch nochmal sowas ähnliches wie zielen. Steuerung. Ah, mit Alt war es, genau. Mit Alt können wir sprinten. Gut, das war es dann schon wieder dazu. Ihr seht, jetzt ist das Zeichen oben rechts weg. Jetzt haben wir auch unser Pferdchen nicht mehr. Laufen Sie direkt auf eine Wand zu und springen Sie mit Leer, um die Wand hochzuklettern. Zack. Ganz easy. Und da sehen wir schon unsere ersten Gegner, die wir jetzt bekämpfen werden. Oh, ich finde dieses Spiel echt klasse, muss ich sagen. Drücken Sie Alt, um eingehende Angriffe auszuweichen. Alles klar. Zack, boom. Zack. Und dann von hinten. Zack. Und den noch erledigen. Ihr seht, das ist sehr Hack'n'Slay-lastig, dieses Spiel. Aber es macht einen Riesenspaß, finde ich. Also mir vor allen Dingen. Ich habe das ja, wie gesagt, schon angespielt und ich mag diesen Stil des Kämpfens einfach so sehr. Deswegen macht mir das Spiel auch Riesenspaß. So, jetzt gibt es hier auch Items drauf, wie Eisenstiefel. Mit E nehmen wir die auf. Und da waren noch mehr Sachen. Hier haben wir Stulpen, die nehmen wir auf. Und hier haben wir einen Hammer, den nehmen wir auf. Haben die denn sonst noch was gedroppt? Nein. So. Sie haben eine Zweitwaffe gefunden. Drücken Sie jetzt O, um sie zu verwenden. O ist quasi unser Inventar. Das sehen wir hier allgemein, die Benutzeroberfläche mal ganz kurz. Das ist ein Rabe. Der zeigt uns, glaube ich, immer den Weg. Und das ist unser Pferd. Aber dazu komme ich dann wahrscheinlich mehr... Also darauf gehe ich näher ein, wenn wir das Let's Play richtig starten. So, das ist unsere Standardwaffe. Das ist unsere Zweitwaffe. Die legen wir jetzt an. Dann haben wir hier noch Zeug. Das wollen wir auch anlegen. Und ihr seht, auch der Charakter verändert sich. Und das wollen wir auch anlegen. So. Mit Spacebar können wir nichts... Ah, nein. Anlegen. So. Jetzt zurück. Und weiter geht's, würde ich sagen. Drücken Sie Rechtsklick, um mit der Zweitwaffe einen Angriff auszuführen. Das ist in dem Fall unser Hammer. Und der ist echt riesig, dieser Hammer. Da ist übrigens der Rabe. Ich weiß nicht, ich glaube, der zeigt uns echt den Weg oder so. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Dann können wir hier auch Tastenkombinationen machen. Aber dazu gleich mehr, wenn wir ein paar Gegner haben. Gehen wir mal davor. Bam. Und jetzt geht das erstmal ein bisschen um unsere Geschicklichkeit, würde ich sagen. Wie gesagt, wir müssen erstmal so einen Typ finden, der uns dann was über Krieg erzählt, da wir Krieg ja befreien wollen. So, wenn wir runterfahren, passiert übrigens nichts Schlimmes, wie ihr seht. Bewegen Sie sich schräg auf eine Wand zu, um zu springen. Nee, nicht um zu springen. Und springen Sie mit Leer, um dann an der Wand entlang zu laufen. Das Ganze sieht dann so aus. Zack. Und da ist doch schon wieder ein Gegner. Oh, was ist das für ein Raum hier? Wow. Da ist eine Kiste, das habe ich beim letzten Mal voll übersehen. So, zack, schöne Tastenkombination. Mir gefällt das echt riesig. Das macht so einen Spaß, das glaubt ihr gar nicht. Nehmen wir mal mit, ob die besser sind wie unsere. Schauen wir mal beim nächsten Mal. Eine Kiste. Und ein paar Heiltränke. Drei Stück direkt. Nehme ich doch mal direkt mit. Ja, ich will jetzt noch keinen Heiltrank benutzen. Vielleicht später, wenn wir mal auf die Schnauze bekommen. So, zack. Und jetzt hangeln wir hier quasi rum. Dann können wir nach links, nach rechts. Wir können auch nach oben. Zack. So, da drüben ist der Kandidat, zu dem wir dann übrigens gleich müssen. Und hoch, da hätte ich ja fast das Vieh übersehen. Wir wollen natürlich alles schlachten hier. Weil ich weiß nicht, ob wir bis zu dem großen Kampf kommen. Aber ich möchte euch dann auf jeden Fall genug Kampfszenen bieten. Los, hopp. Das Vieh steht da oben, dieses Mistding. Ich nehme einfach mal im Moment noch alle Items mit. Wir sind ja eher am Anfang. Tot. Stimmen. Stimmen. Stimmen.
Ist okay, mein Freund, ist okay. Toad kann sich über Holzbalken in der Umgebung fortbewegen. Springen Sie mit Leer zu einem Balken, um ihn zu greifen. Sicher, wir greifen den Balken an. Zack, jetzt können wir da rumdrehen. Und wie war das? Ach ja, Umschalt drücken und Leer, um davon wegzuspringen. Zack. Und natürlich hat dieser Kandidat sich jetzt verpisst. Aber zu dem kommen wir noch auf jeden Fall. Zack. Oh, der Hammer macht so schönen Schaden. Gucken wir mal, haben wir eh irgendwas verpasst? Irgendwas, was wir mitnehmen können? Das können wir nicht kaputt machen, so wie es aussieht. Was ist das hier? Ah, das ist das von oben. Da sind wir eben durchgelaufen. Und da sind direkt die nächsten Gegner. Zack. Wir können auch hier der Luftkombos machen. Und das ist echt super. Man hat hier echt eine große Reichweite an, an Tastenkombinationen, die man hier darlegen kann. Wir haben eine Axt. Oh, die Axt scheint mehr Schaden zu machen, muss ich sagen. Gehen wir doch gleich mal kurz in unser Inventar, um euch das nochmal kurz zu zeigen. Hier haben wir jetzt, das ist unsere 64 bis 76. Oh, 79 bis 91 und 81 bis 89. Um euch einfach mal eine andere Waffe zu zeigen, nehmen wir mal die Axt. Zack. Hier haben wir auch was Besseres. Zack. Und Schuhe haben wir auch was Besseres. Zack. Nehmen wir jetzt wieder raus. Und jetzt haben wir hier diese Axt. Hoch. Funktioniert so ähnlich wie der Hammer. Dann gehen wir erstmal hier hoch und klettern und so weiter. Wir waren schon immer der Beste in Sport damals. Und zack, gehen wir hier hoch. Dann zack, gehen wir darüber. Also ihr seht, das ist schon sehr, sehr dynamisch und das gefällt mir so hart eigentlich. Weil ich mag das, dieses Rumgespringen. Komm, hopp. Zeig dich. So, ihr auch noch? Oh, der hat mir mal Schaden gemacht, der Freund hier. Oh, voll daneben. Na, da wollten wir mal ein bisschen skillig rumspringen, haben hart gefailt. Zack. Bam. Den erledigen wir direkt mit. Was ist du? Was willst du? Komm. Und dich erledigen wir auch noch. Ah, wie war das? Mit E war das anvisieren? Ne, mit Q war das. Mit Q anvisieren. Ah, ich glaube, das war fürs Schmeißen oder so. Ich muss das mal gleich nochmal ausprobieren. Laufen Sie direkt auf Gewächse an einer Wand zu und springen Sie mit leer. Das sind Gewächse, die sieht man auch im ersten Teil übrigens. Er ist, wie er war, wie ich gesehen habe. Was, wo hangelst du dich das da hin? Das brauchst du mir nicht zu sagen. So, hier lang wollen wir doch. Dreh dich um. So, hier lang wollen wir. So, du komm, hopp, raus mit dir aus deinem Eisgebilde. Und zack. Den haben wir erledigt. Weiter geht es dann mit diesem hier. Ach komm, wisst ihr was, wenn nicht? Machen wir einfach zwei Folgen. Ich werde auf jeden Fall, bis wir mit diesem Kauz kämpfen. Bis dahin werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Oh na, warum hast du denn? Ja, gut, da ist nichts mehr, das wir irgendwie verpassen könnten. Klettern wir erstmal hier hoch. Und da oben geht dann das Gespringe weiter. Zack. Und zack. Na, das ist doch schon mal ein prächtiger Gegner, würde ich sagen. Ein Eisriese. So, Alt zum Angriff ausweichen. Das hatten wir ja schon mal. Und schnell weg. Ah, der legt auch ganz schön los hier.
Überleg dich nicht mit dem Tod an, mein Freund. Upp. Oh, ja, Mann. Da haben wir gerade so ausgewichen. Und wieder ausweichen, damit er uns nicht trifft. Wir wollen ja so wenig Schaden wie möglich nehmen. Was passiert eigentlich, wenn der Tod... Oh, wenn der Tod stirbt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich beim letzten Mal gestorben bin. Ui. Da legt er wieder los hier, der Freund. Und bam. Das ist, eine echt prächtige Form eben gewesen. Und ich weiß gerade gar nicht, was ich gedrückt habe, dass ich hier aufgerufen habe. Hm, okay, gut. Kann ich mitleben?